Hallihallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge Terrain Simulator 2019. Ich werde jetzt erstmal den Mund halten, denn gleich beginnt ein Funkspruch. Und da möchte ich jetzt nicht weiter stören. Also bis gleich. Hier die Fahrgastleitung an 4747, bitte kommen. 4747, hört. Wie ist die Lage? Naja, der Luxemburger Zugteil scheint ja noch nicht da zu sein. Ich weiß nicht, sollen wir jetzt warten oder was sollen wir jetzt machen? Du hast recht. 5115 hat aktuell 20 Minuten Verspätung wegen einer kurzfristigen Gleissperrung. Wir lassen dich alleine nach Koblenz fahren und schicken den 5115 hinterher. Das ist die bessere Lösung, als wenn die Fahrgäste jetzt warten müssten. Denkst du wieder an den Halt in Schweig? Dann machen wir das so. Ja klar, an Schweig denke ich natürlich. Prima, dann gute Fahrt. Also, wie unschwer zu hören, das ist ein Szenario von 3D-Zug. Extra für den Stadler-Zug. Ein extra Add-on in den Sübex. Den kann man übrigens bei Chris Trains erwerben oder bei Just Trains oder in vielen Shops, wo der angeboten wird. Also der wird auch ab und zu mit einem Rabatt angeboten. Wie viele Züge von ihm. Und ich kann die Loks von Chris Trains auf jeden Fall empfehlen. Genauso wie die Szenarien von 3D-Zug. Immer Top-Qualität. Das werdet ihr jetzt während der Fahrt auch merken, dass die wirklich eine astreine Qualität haben. Schon allein durch die Ansagen und alles, die da kommen. So, und jetzt dürfte auch gleich die nächste Ansage schon kommen, die unser Mitarbeiter hier durchgehen wird an die Fahrgäste. RE1 über Cochem nach Koblenz Hauptbahnhof. Nächster Halt, Schweich. Ja, diese Ansage ist ja vom Zug aus elektronisch gesteuert. Ja, und das hat man halt auch nicht in vielen Add-ons von Terrain Simulator, dass da professionelle Ansagen gemacht wurden. Also ich habe schon einige Zusatzpakete von 3D-Zug gekauft, einfach nur um halt dem Ganzen etwas Leben einzuhauchen. Ja. So, wir dürfen aktuell noch 40 fahren. Ne, wir dürfen jetzt schon 70 fahren. Können wir gleich mal hier die AFB ein bisschen höher schalten. Sehr geehrte Fahrgäste, herzlich willkommen im Südwestexpress auf der Fahrt nach Koblenz Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Ja, sehr schön auf jeden Fall, ne? Das macht das Ganze doch schon mal um einiges realistischer. Der Zug sieht auf jeden Fall sehr gelungen aus, muss ich schon sagen. Ich habe den jetzt zwar schon ein bisschen länger, aber bisher hatte ich keine... Meine Damen und Herren, das Zugpersonal hat den Trier Hauptbahnhof gewechselt. Wir begrüßen Sie herzlich im Regionalexpress 4747 der Linie RE1 von Mannheim Hauptbahnhof nach Koblenz Hauptbahnhof mit Halten in Schweig, Wittlich, Bulleik, Cochem, Treiskaden und Kobern-Gondorf. Der nächste Halt des Zuges ist Schweig. Unseren Endbahnhof Koblenz erreichen wir voraussichtlich um 12.55 Uhr. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt im Südwestexpress. Ja, was ich sagen wollte, wurde ich jetzt unterbrochen. Genau. Ich hatte ja bisher keine Szenarien für diesen Zug gehabt. Das war bloß irgendwie... Es gibt zwei Szenarien dazu, aber das sind nur solche
Szenarien, wo man den Zug kennenlernen soll, wie der fährt. Ja, jetzt dachte ich mir, besorge ich einfach mal die Szenarien, damit wir auch mal ein bisschen was zu fahren haben damit. Weil es ist ja schade, wenn man so eine qualitativ hochwertige Lok hat, sie aber nicht fahren kann aufgrund Szenarienmangel. Ja. Wenn ihr öfters mal solche Szenarien von 3D-Zug sehen wollt, dann müsst ihr das dann in die Kommentare schreiben. Dann werden wir das natürlich machen. So, als nächstes kommt eine 80er Geschwindigkeitsbegrenzung. Da werde ich jetzt schon mal den Zug etwas herunterfahren. Wir haben ja noch ein bisschen. Und dann kann ich auch mal hier ein bisschen in die Fahrgastansicht gehen. Da können wir ein bisschen die Landschaft hier genießen. Ja, hier haben wir irgendwie so einen Güterbahnhof oder Umschlagplatz, so wie das ausschaut. Ja, aber die sieht echt gut aus, die Lok. Ja, also echt schön ausmodelliert. Und sogar hier eine Anzeige drin, wohin es geht. Was will man mehr, ne? So, ab hier gelten eigentlich die 80, aber ich habe die ja schon vorher eingestellt, damit wir die hier auch pünktlich fahren. Ja, das ist auch das erste Mal, dass ich dieses Szenario jetzt spiele mit euch. Und das, ich denke mal, wir werden die alle so ein bisschen durchfahren, die Szenarien. Ich habe da ja noch ein paar von 3D-Zug extra für diese oder für die andere Version der Lok. Ja. Ich glaube, ich keine Ahnung, was die Lok gekostet hat. Ich bin mir nicht mehr so sicher, aber ich glaube 20 Euro oder sowas. Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Das ist schon ein bisschen länger her, als ich die mal gekauft habe. Oh, da kommt der Hamsterbagger. Wird es bestimmt gleich wieder ruckeln. Oder? Nein, diesmal nicht. Weil die brauchen eigentlich ein bisschen mehr Leistung. Und deswegen kann es halt passieren, wenn so eine Hamsterbagge kommt, dass dann mal hier das Bild ein bisschen ruckelt. Aber was sagt ihr zu der Grafik? Die sieht doch wirklich astrein aus. Ja, also dieser RW Enhancer, der tut mich immer bei jeder Fahrt immer mehr begeistern. Das schöne satte Grün da an den Bäumen, der leichte Nebel in der Entfernung. Also sieht echt geil aus. Naja. So, schaue ich mal kurz. Wir dürfen jetzt wieder, also noch 80 fahren. Okay, ich schaue mal kurz hier rein. Ja, auf jeden Fall haben wir hier ein paar Stationen, wie ihr seht. Da haben wir ein bisschen was zu tun. Und wir werden das natürlich alles auch angesagt bekommen, wann wir in etwa in der Nähe sind. Theoretisch könnte man das unten auch ohne Streckenkarte fahren. Aber ich lasse sie jetzt trotzdem mal an. Sicher ist sicher. So, die Lok verfügt ja über einen Kombihebel, glaube ich. Ja, hat sie. Und noch zusätzlich eine Bremse. Mal gucken, ob der Kombihebel zum Bremsen ausreicht. Oder ob ich die Zugbremse auch noch verwenden muss. Werden wir dann gleich mal sehen. Wenn wir dann in etwa 3 Kilometern in der ersten Station ankommen. So, davon dürfen wir erstmal wieder 100 fahren, aber ich denke mal, bei den 3 Kilometern werde ich nicht mehr großartig beschleunigen brauchen, oder? Ja, da unten. Nächster Halt, Schweich. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja, okay. Also, habt's gehört, die nächste Station kommt jetzt und da brauche ich auch nicht mehr großartig beschleunigen auf 100. Ich werde jetzt schon mal. Ah nö, ich lasse die AFB mal drin, weil die geht auch ziemlich schlecht auszuschalten hier. Beziehungsweise die schaltet nur ganz langsam runter oder hoch. Deswegen lasse ich die Geschwindigkeiten einmal so eingestellt, wie sie sind. Und ich werde einmal bloß dann Beschleunigung zurücknehmen.
Ja, warten wir erstmal, bis wir da aus dem Tunnel raus sind. Also ich mag Tunnel in solchen überhaupt nicht. Also ich mag es einfach nicht, so ein Tunnel, weil da immer stockfinster drin ist. Vor allen Dingen, wenn man auch als Fahrgast da mitfährt, ne? Und es geht da immer ewig und lang durch so einen Tunnel. Das mag ich überhaupt nicht, sowas. So, jetzt können wir langsam die Geschwindigkeit rausnehmen hier. Da kann der jetzt schon mal in Ruhe ausrollen. Ja. Aber sieht da richtig gut aus. Was ist denn das hier überhaupt? Achso. Maximal 160 km/h. Interessant. Ja, und schon sind wir in der ersten Station angekommen. Radschlupf. Okay, ein bisschen zu stark gebremst jetzt. Aber ich muss die Lok ja erstmal ein bisschen kennenlernen. Ja, komm, halt an. Also bis der mal stehen bleibt, ist ja echt krass. So. Lassen wir die mal einen aussteigen. Und dann geht es auch bald weiter. Wir haben jetzt hier ungefähr eine Minute Standzeit. Ich weiß nicht, sind die denn dort auch so pünktlich auf der Strecke? Vielleicht kommt ja einer von euch daher und kann mir das mal berichten. Wäre auf jeden Fall mal interessant zu wissen, ob die so pünktlich sind wie ich. Ein kleiner Scherz. Ist ja nicht jeder so pünktlich wie ich. So, gucken wir mal hier ein bisschen rum. Es ist halt wieder schade, dass die hier das irgendwie so sinnlos zugebaut haben, dass man nicht rausgucken kann. Ganz komisch. Ich dachte, dass hier war eigentlich überhaupt niemand. Man konnte da mal rausgucken. Oder ist ein anderer Zugtyp hier? Naja. Ist halt so, wie es ist. Kann ich jetzt nicht ändern. So, was können wir hier eigentlich noch bedienen? Gar nichts. Ja, können wir einen Schlüssel umdrehen. Ja, die Lok ist ja auch komplett aufrüstbar, wenn man das richtige Szenario hat. Da kann man sozusagen einen Kaltstart mit der Lok machen. Was haben wir hier noch? Die verschiedenen Lichter. Caplight und... Achso. Hat ein bisschen umständlicher beschrieben, als was es sein müsste. So, die Türe, die ist doch zu, laut der Anzeige. Oh, und da ist noch ein Zug. Der war ja ganz schön laut, aber ey. Das gibt's ja gar nicht, ey. Das könnte sein, dass es vielleicht TDB-Sounds waren. Und die sind wirklich ein bisschen laut jetzt. Ich glaube, das wurde nicht für dieses EFX optimiert. So, wie schnell dürfen wir denn jetzt hier fahren eigentlich? Mal gucken, was steht denn da? 100. Da kann ich ja die 80 mal rausschmeißen und auf 100 hochdrehen. Ja. RE1 über Cochem nach Koblenz Hauptbahnhof. Nächster Halt, Wittlich Hauptbahnhof. Ja, also die Ansagen, also muss ich schon sagen, hören sich wirklich sehr professionell an. Das ist ja richtig gut gemacht.
Ja, und 22 Kilometer, das ist ja ein ganzes Stückchen, da können wir ja auch mal ein bisschen Gas geben. Gleich 100% rein und passt das. Wir dürfen maximal 160 km/h mit der Lok fahren. Na, schauen wir mal, ob wir da noch irgendwo eine freie Strecke haben, wo wir die auch mal richtig ausfahren können. So, aber immer trotzdem mal ein Auge auf dem linken Rand halten. Quatsch, auf der rechten Seite, meine ich natürlich. Nicht, dass da irgendwelche Sachen sind, die wir noch verpassen könnten. So, jetzt dürfen wir erstmal 120 km/h fahren. Also langsam können wir uns doch steigern. Schön mit der Lok durchs Land. Sehr schön gestaltete Strecke wieder mal, ja. Vor allen Dingen, ich bin ja so ein Vegetationsfan hier, wenn da auch wirklich auf die Details geachtet wird. Ich weiß jetzt gar nicht, was für eine Strecke das ist. Ist das jetzt Mannheim-Koblenz? Das könnte Koblenz und Willingen sein von Virtual Railroads. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Aber das werde ich dann euch später vielleicht in die Beschreibung schmeißen, was für eine Strecke das ist, weil ich habe da jetzt nicht drauf geachtet, als ich gestartet habe. Willingen, Koblenz könnte es sein, ja. Naja, egal. So, gucken wir mal wieder, was jetzt gleich kommt. Jetzt kommen da unten schon mal lauter Signale, werden angekündigt. Und hier, was haben wir hier? Freies Signal, okay. Ja, alles frei. So eine gemütliche Fahrt im Sommer. Aber das gefällt mir ja gar nicht hier, wie sich das da aufbaut. Da hat wohl jemand das Field of View oder sowas nicht richtig eingestellt bei der Programmierung. Da müsste man mal gucken, ob man das irgendwie in der Datei noch abändern kann, damit das alles ordentlich in der Entfernung schon aufploppt. Da ist doch 120 eingestellt. Ne, ist es nicht. 110 ist eingestellt. Wir dürfen ja 120, da wollen wir das natürlich auch ausschöpfen. Was kommt denn da vorne Schönes? Ah, wieder so ein Talent 2. Na, mal gucken, ob es ruckelt. Na, heute nicht. Also irgendwie jedes Mal habe ich das Glück, wenn ich ohne aufzunehmen spiele, dass das Ganze dann ruckelt. Aber jetzt irgendwie nix. Naja, umso besser für euch. Hat die Lok eigentlich hier so ein... Ne, Sonnenschutz hat die gar nicht. So eine Sonnenblende. Doch, hier ist was. Ah ja. Ja, wenn es einem zu hell wird hier drin. Aber so richtig blendet die Sonne ja auch nicht. Lohnt sich also gar nicht, das Ding da runter zu machen. Eigentlich wollte ich euch ja noch eine Winterstrecke zeigen. Oder eine Aufnahme halt im Winter machen, aber irgendwie... Ich denke, es ist draußen kalt genug und da brauchen wir jetzt hier nicht noch im Videoschnee. Das mache ich dann im Sommer, wenn es zu heiß ist. Um sozusagen euch eine virtuelle Abkühlung zu bieten. Ja. Was bin ich nicht nett? Ja? Biete euch den Service. Wo bekommt ihr schon eine Abkühlung umsonst? So, da ist alles frei. So, mal gucken, was haben wir da noch für Ansichten? Achso, das sind die zwei Ansichten. Einmal das Steuerpult und einmal auf die Strecke. Mehr haben die gar nicht hier. Ja. Okay, das ist ein bisschen schade. Hätte man ruhig ein bisschen mehr präsentieren können, die Lok. Mit mehr Kameraansichten.
Aber das ist immer Meckern auf hohem Niveau, was ich hier mache. Ich sag mal so, solange wir so, nicht so viel bezahlen müssen wie bei Flight Simulator für so eine Lok. Da gibt es ja auch PMGD oder wie die heißen. Die wollen ja gleich mal 80, 90 Euro für so ein Flugzeug. Ja? Aber da hast du halt auch wirklich jede Taste, die du bedienen kannst. Hat echt alles eine Funktion. So. Ganz schön laut, ja. Ich werde dann auf jeden Fall gleich mal, wir sehen ja unten schon, dass da eine Geschwindigkeitsbegrenzung kommt von 110 und 100. Was ist denn jetzt los? Ist wieder zu schnell hier. Müssen wir mal 5 km/h runterschalten. Ja, es kommt gleich eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 110 und dann 100. Mal gucken, ob das alles angekündigt wird. Und in 10 Kilometern haben wir auch schon wieder das nächste Ziel erreicht. Ja, das könnte, nee, Konstanz-Willingen. Das ist nicht Konstanz-Willingen, das ist hier was anderes. Koblenz-Trier, das ist doch Dreiländereck oder sowas, ne? Wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, das ist Dreiländereck hier, diese Route. So, 100 wird angesagt. Mal gucken, was da vorne hoch ist. Jetzt habe ich Q gedrückt, nein. Okay, da vorne ist alles frei. Habe ich jetzt mal gerade geprüft mit der Tastatur. Die Landschaft ist schon der Hammer hier. Muss schon sagen. Die Leute, die da leben, ihr habt es richtig gut. Auf jeden Fall. Falls jemand einen Job für mich hat in der Gegend, immer her damit. Da würde ich sogar freiwillig hinziehen. Weil ich bin ja so ein Naturliebhaber, ja. Also ich bin nicht so Naturliebhaber-Heuchler. Ich bin wirklich Naturliebhaber. Die Definition Naturliebhaber, also viele nennen sich ja so, aber tun nicht wirklich was für die Natur. Wir bei Gemmesin haben ja zum Beispiel schon für die Aufforstung des Regenwaldes gespendet. Ja, auch wenn das hier kaum einer weiß. Auf unserer Facebook-Seite haben wir das natürlich auch mit einer Urkunde belegt. Und ja, ich habe früher auch mal bei einem Tierschutzverein gearbeitet. Also ich bin auch aktiv darin beschäftigt. Nicht so wie manche sagen, ach, ich bin Tierliebhaber, ich bin Tierschützer, ach ja. Ne? Und in Wirklichkeit halten sie sich zum Beispiel einen Hund in der Stadt, in der Wohnung oder was weiß ich, einen Hamster im Käfig die ganze Zeit. Das hat für mich nichts mit Tierliebe zu tun. Ne? Ein Tier gehört in die Freiheit. Oder wenn man entsprechend einen Bauernhof hat, dass halt die Tiere auch mal raus können. Ein Hund oder sowas, die Katze, ne? Anstatt ganze Zeit in der Wohnung gefangen zu halten. Und halt mal am Tag 2-3 Mal runter Gassi zu gehen oder sowas. Das ist kein Tierleben. So, wir dürfen jetzt hier 130 km/h fahren. Wieso wurde mir das nicht gesagt? Ich quatsche und quatsche hier und da verpasst man sogar noch die Geschwindigkeiten, die man fahren dürfen. Ja, aber sieht da echt schön aus hier, ne? Das könnte ich sogar fast sagen, man könnte es fast sogar mit der Realität verwechseln hier. So, was haben wir denn da vorne Schönes? Sieht aus wie eine 151. Ja, ja, das wird wohl wirklich das TDB-Update sehen, was die Lok so laut macht da drüben, oder die Waggons. Da gab es ja extra für diese Koblenz-Trier, glaube ich, ein Update dafür. Kostenlos, oder? War das kostenlos? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, man muss auf jeden Fall München-Augsburg besitzen oder irgendwelche Pluspacks. Und dann gab es da irgendwie ein Update für die Strecke. Ah nein, oder ich habe es aus dem Rails-Im-Forum. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Da gibt es ja so viele Sachen, also irgendwann verliert man da eigentlich einfach nur den Überblick, wo man was her hat.
So, da vorne kommt auf jeden Fall wieder eine 100er Geschwindigkeitsbegrenzung. Und dann wird auch der nächste Bahnhof nicht mehr weit sein, wie ich gerade an den Kilometern sehe. Etwa 4 Kilometer noch und dann sind wir schon an der nächsten Station. Dann werden wir wieder freundlich mit der Ansage begrüßt oder unsere Fahrgäste informiert. Und ja, es sind auf jeden Fall schon ein paar Stationen. Mal schauen, wie wir uns da schlagen, ne? Nächster Halt, Wittlich Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, hier ist alles frei, wie wir sehen. Genau. Und wir bremsen einfach mal so langsam, gemütlich runter. Also die bremst ja richtig gut hier. Da kann ich jetzt auch noch ein bisschen vorrollen. Da brauche ich jetzt nicht so früh bremsen. Was steht denn hier dran? Hier ist alles frei, so wie es ausschaut. Okay. Es kann ja sein, dass wir hier nochmal 40er Zone reinkommen, weil wir Gleiswechsel machen müssten oder sowas. Deswegen müssen wir immer mal ein bisschen doppelt schauen. So, jetzt können wir langsam die Bremse reinschmeißen. Ja, das passt doch so. Perfekt. Jetzt bremst die schön langsam aus. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Wir müssen ja noch ein Stückchen vor. So, ich denke, hier dürfte es reichen. Da sind wir ungefähr in der Mitte des Bahnsteiges. Genau, das passt so. Braucht man nicht bis ganz vorfahren. Da vorne ist eh frei dann. Beziehungsweise, wenn es rot wird, dann sehen wir das ja auch. So, und öffnen wir mal die Türen für unsere Fahrgäste. Und dann werden wir uns gleich mal hier ein bisschen umschauen, beziehungsweise erstmal einen Screenshot machen, damit ich nachher auch noch was für mein Thumbnail habe. Okay, das kann man so lassen, denke ich mal. Und dann schauen wir uns mal kurz hier um. Ja, eine schöne ländliche Gegend auf jeden Fall. Hätte man ein bisschen besser ausbauen können hier, die Gegend. Also zumindest hier die Sachen zwischen den Häusern. Sieht ein bisschen billig aus. Aber ich denke mal, auf die Entfernung kann man das ruhig mal gelten lassen. So, jetzt gucken wir erstmal, wie schnell wir da vorne fahren dürfen. Ja, sehr schön. Gut, schalten wir mal die Karte ein, nicht, dass ich hier zu schnell werde. Aber es scheint alles zu passen. So, dann warten wir jetzt gleich mal noch die nächste Ansage ab. RE1 über Cochem nach Koblenz Hauptbahnhof. Nächster Halt, Bulai. Bulai, da sind wir doch auch letztens schon mal gefahren, soweit ich weiß. Ich glaube, Traben-Traubach oder Bulai nach Traben-Traubach war das doch, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Ja, da sind wir halt heute mal wieder auf der Strecke unterwegs. Aber heute halt in einem... Was ist das für Zug? Ja, keine Ahnung, okay. Ist egal. Auf jeden Fall ein Talent ist das. Also, nee, ein Stadler. Irgendwas Stadler. Ja. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich da nicht so bei jedem Zug aus. Den Stadler Flirt kenne ich noch, aber
Was das jetzt für einer war, da kann ich mich dran erinnern. Wenn ich es lese, dann weiß ich es wieder, aber ich muss ja auch nicht alles wissen, ne? Dafür bin ich kein Eisenbahner, dafür bin ich nicht so sehr involviert in das Thema Eisenbahn. Und ganz ehrlich, ich möchte auch gar nicht so tiefgründig das Thema reingehen. Weil ich habe noch andere Interessen, Hobbys, ja. Das Train Simulator ist für mich halt eine Entspannung für zwischendurch. Aber halt nichts, was ich jetzt wirklich zum Überleben brauche. So, was haben wir jetzt hier? 130 und da vorne kommt dann 100. Warten wir mal noch die Ankündigung ab. So, hier kommt sie schon. Ja, also wie ihr merkt, ich drücke hier die ganze Zeit die AFB runter, aber irgendwie, es reagiert nur irgendwie ganz schlecht. Ich kann das nur stufenweise schalten, aber dann muss ich halt auch ein paar Sekunden zwischendurch Platz lassen, bevor ich wieder drücke. Sonst klappt das nicht. So, 100. Und da vorne kommt dann 80. Okay. Was sagt das Signal? Das sagt noch gar nichts. Deswegen werde ich jetzt auch nicht runterschalten. Noch haben wir 13 Kilometer bis zum Ziel. Jetzt kommt die 80er Ankündigung. Das gefällt mir ja richtig gut, wenn man halt wirklich pünktlich alles ankündigt, weil dann kannst du keine Fehler mehr machen. Hatten wir ja schon oft ein paar Szenarien hier gehabt, wo... Oh, da drüben kommt schon einer, wo gar nichts angekündigt wurde. Und man dann sozusagen einfach reinrauscht, ne? Oh, sehr schön. Das ist genau eine zweite Lackierung gehabt. So, mal gucken, was jetzt als nächstes kommt, was uns hier erwartet. Eine scharfe Kurve. Mal schauen, was sich hinter dieser Kurve verbirgt. So, werde ich mal noch einen Gang runtergehen, nicht, dass er hier zu schnell wird. Weil geht's ganz schön stark bergab. So, wo ist denn jetzt hier? Da ist es, ne? Ah ja, okay, das ist ziemlich leise, das Horn, ne? Also das Signal, Warnsignal ist ziemlich leise, das hört man ja kaum. Das wird wohl auch an diesen EFX liegen, dass das alles äußerlich ein bisschen leiser ist, ne? Außer natürlich die TTB-Sachen, die sind auch hier drin so laut. Naja, keine Ahnung, woran das liegt. Alles nicht optimiert für das EFX. So, jetzt dürfen wir gleich erstmal wieder 110 fahren. Mal gucken. So, jetzt werden wir wieder aufschalten. 105, 110, jetzt haben wir es so. Aber es ist halt ziemlich stark nach unten, deswegen lasse ich mal nur die 105 eingestellt. Damit wir hier nicht zu schnell werden. Aber hier lässt langsam die Bebauung der Vegetation nach, wie ihr seht. Also am Anfang hat er das schön ausgestaltet, aber hier lässt das langsam nach, das Ganze. Hätte man hier doch auch noch ein bisschen Gräser hinbauen können. Ja, und es gibt noch eine frohe Kunde zu verkünden. Also, wer jetzt weggeschaltet hat, ist selber schuld. Und zwar... Danke sehr. Und zwar haben wir jetzt inzwischen unsere 4000 Stunden erreicht. Das heißt, eine Überprüfung durch YouTube für die Monetarisierung steht aus. Drückt uns die Daumen, dass wir monetarisieren dürfen und dann auch endlich von dem eingenommenen Werbegeldern neuen Content für euch besorgen können. Also uns hat das auf jeden Fall gefreut, dass ihr so fleißig unsere Videos geschaut habt. Darum auch mal ein herzliches Dankeschön an euch, weil ohne euch würden wir das hier alles gar nicht schaffen. Ja. Aber es ist halt doch schon schön zu wissen, dass es wirklich Leute da draußen gibt, die halt die Sachen auch wirklich von Anfang bis Ende
schauen, die wir euch hier anbieten. Daher dickes Danke und auf die nächsten 4000 Stunden. So, jetzt erstmal wieder auf 90 runter. Ja, das muss auf jeden Fall mal gesagt werden. Ja, natürlich euch auch informieren, wie der aktuelle Stand ist. Das werden wir auch in Zukunft. Denn wir können ja im Grunde nur durch euch existieren oder bestehen. Ja. Wenn es euch nicht gäbe, dann gäbe es uns sozusagen als YouTube-Kanal auch nicht. So, hier geht es gerade bergab, deswegen versucht er irgendwie die Geschwindigkeit noch hoch zu drücken. Ja, aber er bleibt wohl bei 90,2 km/h stehen. So, jetzt haben wir noch 6 Kilometer ungefähr und dann erreichen wir die nächste Station Bulai. Aber das wird uns zwar auch gleich wieder freundlich angesagt werden. Ich weiß gar nicht, ob die Ansagen jetzt von Ingo Ruf stammen. Keine Ahnung, aber es hört sich fast so an. Naja, die sind eindeutig zu laut, die Sounds. Da muss ich mal gucken, ob ich die nicht vielleicht doch wieder deinstalliere. Aber das Blöde ist ja, zum Beispiel eben das Repaint, das ist halt auch aus diesem TDB-Pack. Und es wäre halt doch schon schade, wenn ich es jetzt deinstallieren müsste, nur weil die Sounds so laut sind. Vielleicht hat ja einer einen Tipp von euch, wie ich das EFX optimieren kann. Ob ich das irgendwo in einer Textdatei oder so einer Config-Datei umschreiben kann. So, mal wieder ein Tunnel nach langer Zeit. Also bei so einem Tunnel kann man echt sagen, als Lokführer, Augen zu und durch, ne? Wie willst du denn dann noch reagieren, wenn da irgendwas ist? Also falls mal im Fall der Fälle irgendwas da drin abgeht, ne? Du kannst doch gar nicht mehr reagieren. So, jetzt beschleunigt der wieder ziemlich stark. Muss ich mal ein bisschen runterschalten, ja? Auf 85 km/h. Weil ihr seht, 12% Steigung. Nächster oder Halt, Bulai. Für Ihre Anschlüsse achten Sie bitte auch auf die Aushänge- und Lautsprecheransagen auf dem Bahnsteig. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja, jetzt habe ich wieder vergessen, was ich sagen wollte. Aber es war wahrscheinlich nicht so wichtig. Darum habe ich es auch vergessen. Jedenfalls habt ihr es hier wieder schön angesagt bekommen. Nächster Stand Bulai, was haben wir da oben? Ein Aussichtsturm oder sowas? Meine Damen und Herren, in Bulai haben Sie auf Gleis 7 Anschluss an die Regionalbahn nach Traben-Trarbach, planmäßige Abfahrt 12.22 Uhr. Wir verabschieden uns von Fahrgästen, die in Bulai aussteigen und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Genau, das wünschen wir euch. Ach, sieht das geil aus, oder? Mal schon mal sagen hier. Die Landschaft, absolut der Hammer. Jetzt stell dir mal vor, mit Motorrad da durch die Landschaft sausen. Richtig schön. Das habe ich sowieso jetzt dieses Jahr mal vor. Eine schöne Motorradtour dadurch diese Gegenden, wo schön bewaldet ist oder halt, ich mag das so ein bisschen bergige Gegend mit Motorrad, ne? Das ist einfach richtig schön.
Die armen Fahrgäste, die werden ja richtig taub. Also teilweise hast du da Sounds und teilweise auch nicht. Das ist schon eigenartig, ne? So. Das ist schon krass, bis der anhält, ja? So, schauen wir uns mal wieder hier draußen ein bisschen um. Ja, sehr schöne Gegend auf jeden Fall, ne? Ach, riecht ihr die frische Luft? Ja, die virtuelle frische Luft. Naja. So, oh, was ist das hier doch für einer? Steht auch noch einer rum. Na, der will schon wieder weiter, oder was? Ja, und schon ist er weg. Auf jeden Fall richtig schön. Also ich mag ja diese Lok auch fahren. Zumindest auf der, ich glaube auf der bayerischen Strecke gibt es die auch. Hier München-Augsburg. Da kann man die, glaube ich, auch fahren. Und das gefällt mir. RE1 über Cochem nach Koblenz Hauptbahnhof. Nächster Halt, Cochem an der Mosel. Genau. Was ist denn jetzt los? Tee. Was will er denn hier? Hat irgendwas geblinkt gerade? Waren die Türen noch offen? Nee, die waren zu. Komisch. Oder da will jemand raus. Das wäre natürlich auch interessant, wenn hier so Fahrgastwunsch reagieren kannst. Naja. Ja, was wollte ich denn jetzt erzählen? Ja, weil er immer reinquatschen muss, wenn ich gerade was erzähle, ne? Ja, dann vergisst man es ruckzuck. Naja. Na, dann hoffen wir mal. Oder das könnte ich mir vorstellen, weil das T ist gerade angegangen. Das hat ja gerade geblinkt, als ich losgefahren bin. Dass hier jetzt jemand aussteigen möchte. Also manche Züge haben das ja oder unterstützen das ja hier, dass du auf Fahrgastwunsch anhalten musst. Es gibt ja auch ein paar Szenarien hier, wo man nur anhalten soll, wenn Fahrgastwunsch besteht. Das ist, glaube ich, auch bei... Ach, wie heißt denn diese Schweizer Rute da bei Steam? Albula Line oder so. Was ist denn da hinten los? Albula Line. Ist das, glaube ich, so? Da gibt es ein Szenario, wo man wirklich nur anhalten darf, wenn Fahrgastwunsch besteht. So. Hier dürfen wir nur noch 80 fahren. So. Achso, das ist ja gar nicht so weit. Das ist ja gerade mal 8 Kilometer noch. Das geht ja hier ruckzuck. Ist ja ein rotes Signal oder was? Nö, ich glaube, das war Türwunsch, der da anging. Ja, mal gucken, was hier jetzt passiert. Muss ja irgendeinen Grund haben, warum das hier gepiept hat. Ja, wieder ein... Oh, hier oben die Weinberge. Das ist richtig geil gemacht hier, ja. Geht ja hier unten schon los mit den Weinbergen. So, hier ist noch 80 erlaubt. Da vorne ist grün. Was steht denn da auf dem Gleis rum? Ist der blöd oder was? Eieiei. Kamikaze hier. Selbstmörder. Aber zum Glück nichts geschehen, nichts passiert. Alles gut. Er hat überlebt. Ja, jetzt geht es wieder schön in den Berg rein. Echt eine richtig schöne Strecke, also das kann ich immer wieder sagen. Genau, also das ist wahrscheinlich das Moseltal hier. Koblenz-Trier. Fahrdienstleitung an 4747, bitte kommen. 4747, hört. Wie ist denn dein Füllstand? Dir ist schon klar, dass ich nicht mit Diesel, sondern elektrisch fahre.
ich meine nicht den Tank. Schon klar, dass du keinen hast. Ich meine die ungefähre Anzahl von Fahrgästen. Ach so, ja, wir sind vielleicht so 2/3 voll gerade. Klingt gut. Dann lassen wir den verspäteten 5115 in Trier enden und disponieren ein wenig um. Jetzt hätten wir wieder bei der Gegenrichtung ein Problem. Das sollte gehen. Also wir werden nicht so voll bis Koblenz, dass irgendwer stehen muss, denke ich. Okay. Da geht's ja ganz schön ab hier. Der Fahrdienstleiter, der mit uns quatscht, ja. Was ist denn da vorne los? Ist das normal? Ach so, jetzt hat ein Tunnel erstmal nachgeladen. Ja, also wie ihr gehört habt, wir müssen wahrscheinlich dann Fahrgäste aus einem anderen Zug übernehmen. Und deswegen hat er jetzt gefragt, wie unser Füllstand ist. Also das hätte ich ja auch so sagen können, dass unser Zug nicht leer ist, anstatt 2/3. Aber hier im Tunnel hört sich schon geil an. Ne? Aber dass sie hier keine Beleuchtung haben hier drin, das ist ja auch ein bisschen komisch. Warum vergessen das eigentlich immer alle? Also er hat auch kein Caplight, der hat, muss wahrscheinlich wieder per Taste unten am Steuerpult alles einstellen hier. Sandsteuer, was haben wir hier noch? Muss doch irgendwo das Caplight sein. Das war doch hier irgendwo. Ja, nee, was ist das? Keine Ahnung. Naja. Oh, da kommt schon wieder ein Gegenzug entgegen. Und das war einer. Ach, das ist gar kein... Doch, da ist einer. Was ist denn das für einer? Ein ICE? Nee, das ist eine 101 oder so. Nee, 151 wieder. Ja, wieder so ein ellenlanger Tunnel. Aber der geht ja halbwegs, weil der nicht einspurig ist und nicht so dunkel ist. Ich mag ja immer diese Tunnel nicht, die so stockfinster sind. Wo man einfach mal nichts sieht, ne? Oh, wir müssen da auch anhalten, Mist. Nächster Halt, Cochem an der Mosel. Für Ihre Anschlüsse achten Sie bitte auch auf die Aushänge und Lautsprecheransagen auf dem Bahnsteig. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, jetzt muss ich mal ein bisschen stärker runterbremsen. Weil ich habe da gar nicht drauf geachtet unten, dass da eine Station kommt. So, aber wir schaffen es rechtzeitig. So, bei 50 ist immer ideal. Wenn wir 50 vor dem Bahnhof haben, dann wissen wir schaffen das auch. Blöd ist es halt, wenn man wirklich noch mit 60, 70 da reinknallt, dann schafft man das hundertprozentig nicht mehr. Aber wir haben ja Glück gehabt. Durch meine überaus reaktionsfreudigen Finger. Schlimmer Finger, ja. So, und hier soll irgendwas jetzt mit dem Zug sein. Na, mal gucken, was jetzt hier los ist. Fahren wir mal noch ein Stückchen vor. Weil ich weiß nicht, wo der andere Zug hält. Wenn es überhaupt jetzt hier war. Keine Ahnung. Aber der sagte ja irgendwas von Rückfahrt. Soll ich jetzt etwa wieder zurückfahren, die ganze Strecke? Ja, das werde ich gleich sehen. So, erstmal die Fahrgäste jetzt aussteigen lassen. Oder einsteigen lassen, je nachdem, was sie wollen. So. Jetzt gucken wir mal kurz. Bulai? Nö. Also es sieht nicht so aus, als müssten wir zurück. Hä? Das letzte nicht geschafft? Wieso habe ich das letzte nicht bestanden? Also manchmal verstehe ich den Train-Simulator hier irgendwie nicht. Ich bin angehalten und der sagt hier, ich hätte es nicht bestanden. Naja. Naja, was soll ich mal noch dazu sagen, ne? Train-Simulator halt. Ja, auch wieder sehr schön hier. Ja, ja. Hey, wieso sind die Türen noch offen? Warum schließt die sich denn nicht? Verstehe ich nicht. Eins? Muss ich die selber schließen hier?
Haihorn? Eigentlich nicht, weil die schließen doch eigentlich automatisch hierher. Hier ist er noch offen. Ich kann die gar nicht zumachen. Wenn ich jetzt Shift-T drücke, passiert auch nichts. Steuerung-T passiert auch nichts. Irgendwie kapiere ich es nicht. Warum lässt er mich hier nicht die Türen schließen? Naja. Da fahren wir halt mal mit offenen Türen an. Mal gucken, was passiert. Ob er uns hier aus dem Szenario rausschmeißt. Ah nee, halt. Stopp. Da unten zählt ja noch die Zeit ab. Habe ich gar nicht gesehen. Habe mich nur gewundert, warum der schon gepiept hat. Ah ja, jetzt okay. Da bin ich wahrscheinlich schon vor uns losgefahren. Als ich noch gar nicht losfahren durfte. Weil es hat ja so komisch gepiept irgendwie. Da bin ich schon losgefahren, obwohl ich es gar nicht hätte gedürft. Naja. Passiert halt, ne? Naja, okay. RE1 nach Koblenz Hauptbahnhof. Nächster Halt, Traiskaden. Ja, das wird tatsächlich so sein, dass ich einfach vor uns zu früh losgefahren bin. Ne? Deswegen habe ich hier das X drin. Ja, selber schuld, wenn die hier sagen, wenn die Zeit abgelaufen ist, die Tür ist nicht geschlossen. Ja, woher soll ich das wissen, ne? C. Achso, wir fahren ja schon 100. Da brauche ich gar nicht abbremsen. Ah, ist doch schön in das kühle Nass springen. Das sieht richtig gut aus, ja. Ja, genau. Im Sommer werde ich dann mal so ein Winterszenario machen, weil, wie ich das vorhin schon angekündigt habe, jetzt im Winter so ein sommerliches Szenario. Und im Sommer dann ein winterliches Szenario, das tut wenigstens ein bisschen die Stimmung heben, ja. So, fahren wir schon 100? Ja, genau. Wenn wir jetzt im Winter halt so ein sommerliches Szenario nehmen, dann wird es halt ein bisschen wärmer, ne, von den Gefühlen her, also von den Emotionen her. Und im Sommer so ein Eisszenario, das passt dann schon gut zur Abkühlung. Das ist immer, also finde ich persönlich, empfinde das so. Ich mache das öfters mal, dass ich mir im Winter halt so Videos angucke, die hier an der Antarktis gedreht wurden. Und im Winter schaue ich mir halt so tropische Dokumentationen an, einfach nur für das eigene Wohlempfinden, ne? Weil wenn es draußen kalt ist, will ich halt nicht noch kalte Strecken sehen. Oder wenn es draußen heiß ist, noch irgendwie in der Wüste Sahara eine Doku sehen oder irgendwas. Oh, das ist ein schöner Ausblick daraus. So, hier dürfen wir erstmal wieder 120. Da steht's. So. Wie viele Stationen haben wir jetzt noch? Wir haben 1, 2, 3 Stationen noch. Dann haben wir es geschafft. Ja, ist doch schon wieder eine längere Route hier. Also das ist nicht normal, dass die Gräser hier überall so oft ploppen. Also ich habe da extra dieses RW-Enhancer installiert, damit die Vegetation auch in der Entfernung schon sichtbar ist. Also hier haut es ja hin bei den Gräsern, ne? Da ist die Vegetation schön weit vorne schon sichtbar, aber hier gibt es noch so ein paar Sachen, die einfach so aufploppen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Hier zum Beispiel, hier drüben, ne? Warum ploppt das da so auf? Verstehe ich nicht. Das muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie noch ändern kann. Da haben die Hersteller des Grases irgendwie vergessen, die Sichtweite einzustellen. Ne?
wahrscheinlich an einem Laptop oder so gearbeitet, der halt nicht so weit oder nicht so leistungsfähig ist wie so ein ordentlicher Desktop-Computer. Ja, und das müssen sie halt alle so nach seinen Vorgaben spielen. Aber das muss ich mal noch abändern. Das geht ja gar nicht, dass es erst so spät aufploppt. So, und da vorne sagen schon 90, da bin ich ja mal gespannt. Das sind ja schon wieder bloß noch 3 oder 4 Kilometer. Ja, auch wieder so ein nettes Dörfchen, was hier kommt. Was ist da vorne? Eine Kirche oder was? Tatsächlich. So eine Riesenkirche für so ein kleines Dorf, also. Jetzt wisst ihr, wo eure Steuergelder hingehen. Stehen vielleicht 20, 25 Häuser in dem Dorf und so eine Riesenkirche hier. Das ist ja unglaublich. Ja, also ich weiß schon, warum ich keine Kirchengelder zahle. Ich bin ja auch kein Mitglied in der Kirche, ne? Ich sag mal so, Glauben ist frei, ne? Jeder kann an das glauben, was er will. Und die Kirche ist in meinen Augen nur so ein Mittel zum Zweck, ja? Und deswegen unterstütze ich das Ganze auch nicht. Also, nächster Halt, Treiskaden. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja, genau, so ein Mittel zum Zweck, finde ich halt. Man zockt halt die Leute ab, um dieses mafiöse Konstrukt am Leben zu erhalten, um die anderen Teile der Welt zu unterdrücken. Ne? Nehmen wir einfach mal Afrika, ja, da verbietet ja die Kirche bis heute die Benutzung von Kondom. Ja, warum? Wir wissen doch alle, ne, was da abgeht. Und gerade die Verbreitung von AIDS ist ja in Afrika auch eine ganz große Rolle, spielt da, ja. Also, warum die Kirche das so macht, keine Ahnung. Aber gut, wir wollen mal nicht hier so ein politisches Thema ansprechen, denn wir sind ja hier auf einem Unterhaltungskanal. Und, och, scheiße. Ob wir das noch schaffen? Mal gucken. Jetzt müssen wir ein bisschen stärker bremsen. Also ich habe echt jetzt vergeigt. So, komm. Brems ab, brems ab, brems ab. Jawohl. Gerade so noch geschafft. Echt ein bisschen spät gebremst jetzt. Weil ich so im Reden vertieft war. So, komm halt mal an. Damit die endlich aussteigen können. Ja. Auch wieder so ein kleines Örtchen hier. Oh, das ist ja schön gestaltet hier, ne? Das kann man schon mal sagen. Das ist auch richtig schön gemacht. Schön detailverliebt. Und auch das Haus, das sieht richtig gut aus. Das muss man schon sagen, ja. Schön Texturen verwendet. Dann hier die IEC-Lob, ne? Kennt jeder. Sorgen für Recht und Ordnung. So, jetzt sind die zugegangen. Bin ich mal gespannt, wenn ich jetzt hier losfahre. Da vorne ist grün, F3, wir sind auch schon soweit. Na, gucken wir mal, ob der jetzt gleich wieder meckert. RE1 nach Koblenz Hauptbahnhof. Nächster Halt, Koban-Gondorf. Koban-Gondorf? Das klingt ja fast wie hier Gandalf. Ob der da lebt? Wer weiß. Was haben wir denn da? Autohaus teurer. Eine Schleichwerbung hier oder was? Damit haben wir aber nicht gewettet, ne?
jetzt gleich mal 1000 Euro auf mein Konto überweisen für diese Werbung. Danke sehr. Ja, das ist schon ein bisschen länger. Also schon ein Ausblick hier, ne? Keine Yachten. Ach, davon ist ein Staudamm, sehe ich gerade. Ein Staudamm, interessant. So, wir haben jetzt glaube ich noch zwei Stationen. Ja, genau. Die eine ist jetzt auch wieder gut gegangen. Es war wirklich bloß die eine, die für uns schief gelaufen ist. Aufgrund dessen, dass ich einfach zu früh losgefahren bin, ja. Passiert halt, wenn man das nicht weiß. Aber jetzt weiß ich es ja, und das wird mir auch nicht wieder so schnell passieren in den nächsten Szenarien. Im letzten Szenario sind wir ja den Gotthard 2016 gefahren. Auf der Strecke SBB Route 1. Von Simtrain CH, glaube ich. Genau, und da werde ich auch demnächst, sag mal, übernächste Folge oder so nochmal eine Runde drauf fahren. Genau. Und vielleicht mache ich da mal einen winterlichen Modus rein. Mal schauen. Aber meine Meinung dazu kennt ihr ja. So, wir dürfen hier vorne 90 fahren, hat er gesagt. Auch wieder ein grünes Signal. Und 20 Kilometer in etwa zu fahren. Na, sehr schön ausgebaut hier. Aha, ihr dürft nicht mit. Und da vorne kommt schon ein Gegenzug. Das sieht so geil aus, oder? Richtig schöne Landschaft. Na los, Bäume da hinten, ladet mal nach. Aber das sieht schon schön bunt aus hier, ne? Schön gemischt von dem Ersteller. Ja, und zack, sind die Bäume da. Ist niemandem aufgefallen außer mir. Aber mich wundert das wirklich, dass für den Train Simulator, also im Grunde gibt es gar keine so viele deutsche Strecken für den Train Simulator, ja? Ich frage mich eigentlich nur, warum? Hat da keiner Lust drauf, irgendwie was zu bauen? Oder ist es einfach zu kompliziert? Ich habe keine Ahnung. Also wenn es danach ginge, gäbe es doch von mir schon jede Strecke, die es da so draußen zu fahren gibt, vor allem die Nebenbahn und sowas. Da gibt es ja echt kaum was. Vielleicht hat ja jemand von euch noch einen Geheimtipp für mich. Aber ich werde auf jeden Fall noch die Hagen Siegen 3, ne, die habe ich sogar, die Hagen Siegen 314 oder so. Die könnte ich ja eigentlich auch mal zocken. Oder habe ich die? Ich weiß es gar nicht. Ich muss mal gucken, ob ich die Hagen Siegen habe. Ansonsten müsste ich die mir auch mal drauf schmeißen. Dann können wir die auch mal fahren, weil das ist auch eine hochinteressante Strecke. Vor allen Dingen auf dem Berg dann da hoch. Und auch schön gemacht von der Community, muss ich sagen. So. Ja, ist doch eine gemütliche Fahrt heute, ja? Kein Stress. Ganz gediegen, freie Strecke. Was will man mehr? So, was sind da vorne? Ist das schon eine Ankündigung? Nein, ne? Das ist nur so eine Hektometertafel, wie das heißt. Nee, ist gar nichts. Okay, das war bloß ein Gewicht. Ja, meine Augen, die sind halt ganz weit vorne. Jetzt zum Beispiel beim Signal schon wieder. Ich weiß gar nicht, ob er das bei YouTube eigentlich schon sieht. Aus der Entfernung. Bei YouTube verschlechtert die Videos noch ein kleines bisschen. Ist mir zumindest aufgefallen, wenn ich jetzt zum Beispiel 4K aufnehme und 4K dann auf YouTube anschaue, das sieht nicht so aus, wie wenn ich es hier halt live spiele.
obwohl ich es ja mit angepassten Einstellungen für YouTube aufnehme. Und das, die Texturen, die sehen so matschig aus. Also irgendwie ist hier was schiefgelaufen. Das muss ich mal gucken, was da los ist. Das liegt bestimmt an den RW-Enhancer, dass die irgendwie die Sichtweite... Also irgendwie ist das ganz komisch. Das war vorher auch nicht. Oder ich muss meine Einstellungen nochmal im Train Simulator überprüfen, nicht dass das RW Enhancer einfach meine Einstellungen zurückgesetzt hat. Ich habe keine Ahnung, warum das hier so ist. Warum es erst so matschig ist und erst scharf wird, wenn man näher kommt. Das ist schon ganz komisch. Normal ist das nicht. Was haben wir denn da? Oh. Und vor allen Dingen witzig, wie das auch immer aufhört, ne? Erst so laut die ganze Zeit und dann ohne so ein leises Ausfaden einfach weg. Hm. Naja. Das sieht aber richtig geil aus hier. Das ist immer richtig schön bebaut in den Dörfern, ne? Richtig schön gemacht immer. Und die haben sogar zwei Kirchen hier. Eins, zwei. Da oben. Die zweite. Ja, aber die Dörfer sind immer richtig schön ausgebaut, ja. Und dann, wenn halt mal eine längere Zeit in der Landschaft unterwegs bist, dann ist da wieder nicht so toll ausgebaut. Das ist immer so ein Wechsel zwischen toll und nicht so toll. So, wir werden auf die 80 runterschalten, weil die irgendwie nicht angekündigt wird. Aber die kommt ja gleich. Irgendwie wurde sie jetzt nicht angekündigt. Oder ich habe mich ablenken lassen. Passiert mir jetzt schon des Öfteren, wie ihr merkt, ne? Wie vor uns zum Beispiel. Hm? Naja. Ich bin doch auch nur ein Mensch. So. So, mal wieder schön um die Kurven schauen hier. Ja. Was sind das ja auch so? Auch wieder Wein. Überall Wein, 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 Wein. Ich habe letztens eine Dokumentation gesehen über das Wetter in Deutschland, über die Jahreszeiten. Und über das Klima, was sich zurzeit entwickelt in Deutschland. Die können ja zum Beispiel dort am Rhein jetzt schon ihren Wein in tieferen Lagen anbauen, als wie sie es noch vor 15 Jahren konnten, ne? Und die Weine werden qualitativ auch durch diese Wärme, die dort herrscht, immer besser. Also wir haben in Deutschland eigentlich schon Spitzenweine. Und das ist halt am Ende nur dem Klimawandel momentan zu verdanken. Ob man jetzt von Danke reden kann oder Bedanken oder sowas, das mag ich nicht, weil ich vermisse eigentlich den schönen Winter, wie ich den früher als Kind kannte. Den hat man ja hier im Osten zum Beispiel eigentlich nur noch relativ selten. Oder beziehungsweise er kommt entweder sehr, sehr spät oder er kommt gar nicht mehr. Ja, so einen richtigen schönen Winter, wie ich als Kind erlebt habe, kenne ich gar nicht mehr. Inzwischen. Und das Problem ist jetzt auch, ja, das wird immer schlimmer werden. Anstelle der Schnee wird halt immer mehr Niederschlag kommen, Regen. Und das wird in Zukunft noch zu vielen Hochwassern führen, ne? Das wird noch richtig problematisch für Deutschland. Deutschland war ja damals schon in Urzeiten ein, sagen wir mal, mediterranes Gebiet mit überschwemmten Gebieten. Also Deutschland, wie man es heute kennt, das war ja früher nicht so. Da war ja fast überall Wasser. Also eher so südländischer Flair war da. Palmen und Moore und was weiß ich nicht alles. Ja, und das wird halt auch wieder passieren, wenn das so weitergeht. Oh, habt ihr das gesehen? Da waren ein paar Rehe am Seitenrand. Rechten Rand, meine ich. Aber bis es soweit ist, da werden noch ein paar hundert Jahre vergehen. Ein paar tausend Jahre. Nur so langsam merkt man halt die Auswirkungen des Klimawandels. Und es gibt halt auch viele Länder, die juckt das gar nicht.
Zum Beispiel würde ich also behaupten, Deutschland schimpft ja immer so auf die USA, ne? Wobei die USA haben ja die größten Solarfelder überhaupt, ne? Oder halt Windkraftfelder und sowas. Da ist Deutschland noch ganz, ganz weit hinterher. Oder sagen wir mal mit den E-Autos, ne? Asien ist ja ganz weit vorn. Und Deutschland hing da halt hinterher, ja. Aber schiebt halt alles auf alle anderen drumherum. Das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, wenn Deutschland doch angeblich so ein sauberes Land ist. Und nehmen wir mal die Atomenergie, ja? Wird Atomenergie abgeschaltet und dafür wird aber ein Kohlekraftwerk nach dem anderen wieder eingeschaltet. Also irgendwie haut die Relation da gar nicht hin. Glasatom halt, Atomkraft, nicht gerade das sicherste, aber in dem Sinne das sauberste. Ja, auch wenn es halt für menschliche oder für allgemeine Organe, also organische Struktur nicht so gesund sein mag. Man sieht ja Tschernobyl, das Zeug ist da auch überall ausgetreten, aber die Natur, die erobert sich trotzdem alles zurück. Ja. Und am Endeffekt ist ja hier so Uran und was weiß ich, also ist am Ende natürliches Produkt. Kann mir keiner erzählen, dass es menschlich gemacht ist, ja. Der Mensch, der bastelt ja bloß die Sachen für seine Zwecke um. Aber im Grunde existieren die ja schon natürlich, die Sachen. Naja, das ist glaube ich also ein heikles Thema. So, was haben wir denn jetzt hier? 90. Und grünes Signal, okay. Gut, mal gucken. Also da vorne kommt schon die Station und dann haben wir nur noch eine Station zu fahren. Ich halte jetzt mal meine Schnauze, damit die Ansage laufen kann. Nächster Halt, Kuban-Gondorf. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja, und da war die Ansage. Die wollte ich eigentlich bloß abwarten. Genau. So, oh, das sieht auch schön aus hier, ne? Hi. Das sieht ja richtig gut aus mit der Burg. Oder mit diesem Adelsgehäuse, was auch immer das ist. Hä, hey, was macht denn der hier? Achso, der schaltet das um. Ich wollte eigentlich bremsen. Ups. So, jetzt aber. Ich habe mich schon gefragt, was macht denn der jetzt hier? Dabei habe ich die AFB hoch und runter geschaltet. Anstatt die Bremse. Naja. Ich sag ja, ich bin nicht ganz bei mir jetzt. Handelsmarkt, da müssen wir einkaufen. Die haben bestimmt die besten Sonderangebote. Hä, vor allem ein Bahnhof ohne Häuser drumherum. Hä, was ist denn das für ein Kaff? Zwei, drei Häuser und das war's dann. Naja. So, halt mal an, Junge. So, gucken wir mal wieder. Das sieht auch geil aus. Muss schon sagen. Also ich habe schon ein paar geile Screenshots jetzt hier gemacht hier. Ich kann mich da irgendwie nicht entscheiden, was ich nachher verwenden werde. Ach, da hinten kommt das Dorf erst. Das ist so alles hier ein bisschen verteilt. Alles klar. Ja, das sieht auch richtig schön aus, muss ich mal sagen. So, jetzt muss ich aber hier auch ein bisschen aufpassen gleich. Weil ich weiß nicht, welche Geschwindigkeiten dann da vorne fahren darf. Mal kurz gucken, wie weit er ist. Das dauert noch ein bisschen. Ja. Aber was haltet ihr von der Strecke hier? Also mir gefällt die Optik ja sehr gut. Muss ich schon sagen. Auf jeden Fall richtig gut gelungen. Ja, mit der Bebauung auch hier.
Häuser, schön scharf. Ah ja, das war meine Tür, die dazugegangen ist. War ja ziemlich laut. So, mal gucken, wir sind soweit und wir dürfen auch abfahren. So. Hau rein, den Gang. Und weg ist er wieder. Genauso liebe ich das, wenn ich Zug fahre, ne? Da kommt die Ansage und dann hörst du nichts mehr, weil entweder ein Gegenzug kommt und Krach macht oder im Zug selber fangen die auf einmal an, Krach zu machen, die Leute. Ja, das liebe ich wie die Pest, ey. Oder wer kennt das nicht, wenn ihr auf irgendein Amt seid, ja, und eine Nummer gezogen habt. Oder nehmen wir mal Beispiel Straßenbahn, ja, ihr sitzt in der Straßenbahn. Die Straßenbahn ist so schon laut, ihr habt Schwierigkeiten, das zu hören, was die ansagen, welche die nächste Straße ist, zum Beispiel die nächste Haltestelle. Und genau immer dann, wenn die das ansagen, machen die Leute Krach, dass du es nicht mehr hörst. Ja, da könnte ich, weißt du, mit einer geballten Faust mal durch die Bahn laufen. So, 13 Kilometer bis zur letzten Station. Und dann haben wir es gepackt. Koblenz. Ja. Genau. So. Oh, da oben. Da fährt es doch, glaube ich, entweder eine ICE-Trasse oder ist das Autobahn? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich glaube, da oben fährt doch normalerweise ICE, oder? Aber da siehst du mal, wie hoch die das gebaut haben, um das zu überwinden, das Ganze. Da könnte man sich schon irgendwie vorstellen, dass das hier hochwassersicher gebaut wurde. Weil die davon ausgehen müssten, dass das Hochwasser irgendwann mal so steigt. Ja. Das könnte auch viel Fantasie sein, die ich jetzt hier einspielen lasse, aber manchmal könnte es doch hinhauen so. Ich habe das schon oft gesehen, dass da ein paar Stellen gibt, die extra so, oder geht mal in die Natur an so eine Klippe ran, ja, und schaut euch mal so diese Plätze an, wo die Klippen teilweise sich schon auflösen. Ne? Das sieht man richtig, dann wie bröselig das da überall schon runtergefallen ist. Na gut, was auch immer ich sagen wollte, man sieht halt, wo zum Beispiel Katastrophen passieren könnten. Man sieht es einfach schon an der Struktur des Tales oder auch an Klippen und so weiter, wie die Struktur der Gesteine ist und sowas. Man sieht es einfach, ne? Und dann gibt es halt Wanderer, die da langlaufen und hups, passiert die Katastrophe. So, 90 dürfen wir dann nur noch fahren. Das heißt, wir sind wohl bald da, in etwa 9 Kilometern. Echt überall haben die den Wein aufgebaut, selbst hier bei dem schmalen Stück zwischen Straße und Gleis. Das ist schon krass, was der Mensch ja für Monokulturen anlegt, ne? Das war sicherlich alles mal Wald.
Und dann wundert sich halt der Mensch über Klimawandel, naja. Mich wundert aber schon, dass der Zug vorhin einfach weitergefahren ist, obwohl die Türen ja noch offen waren. Normalerweise haben die doch so ein Sicherungssystem drin, dass die gar nicht fahren können. Zumindest kenne ich das so von der Straßenbahn her. Dass die eigentlich gar nicht losfahren können, solange die Türen noch offen sind. Komisch, ne? Warum der da vor uns losgefahren ist, obwohl die noch offen waren? Weil das ist doch eigentlich ein modernerer Zug hier. Der müsste das doch eigentlich merken. Naja. Aber im Großen und Ganzen ist das Szenario ganz gut gelaufen, auch wenn ich den einen Fehler vor uns gemacht habe. Naja, da kann man mal ein Auge zudrücken, ne, so als Bahnangestellter. So, gleich dürfen wir nur noch 70 fahren, mal gucken. Ja, und davon kommt nochmal zum Abschluss ein Tunnel, oder was? Nein, sieht nicht so aus, gut. So, aus der Entfernung durch den Schatten sah es aus, als wäre da nochmal ein Tunnel. So zum Abschluss, ne? Weil ich Tunnel ja so mag. Ja, jetzt heißt es nur noch gemütlich ans Ziel rollen. 5 Kilometer. Aber eigentlich ist es schon sagenhaft, dass ich trotz meines starken Rechners zum Beispiel die Schatten noch immer nicht ganz hochdrehen kann, ja? Obwohl es ja jetzt auf 64-Bit optimiert wurde, das Ganze. Das ist schon sehr sagenhaft. Da müssten die halt bei den Shadern nochmal irgendwie nacharbeiten und das Ganze mal DirectX 10 fähig zu machen, zumindestens. Weil aktuell basiert das Ganze hier ja noch auf DirectX 9. Fahrdienstleitung an 4747, bitte kommen. 4747 hört. Du bist vor Koblenz, also nahe dem Feierabend. Wie war's denn? Bist du zufrieden? Ja, ich finde, den Flirt kann man sehr gut fahren. Macht Spaß. Wunderbar. Kann ich mich ja künftig auch beim Syvex auf dich verlassen. Schönen Feierabend und bis bald. Das kannst du. Bis bald. Und wer fragt mich? Also sag mal, der lässt sich ganz gut fahren. Aber es gibt noch bessere, sag mal so. Zum Beispiel hier mit der AFB hoch runterschalten, das ist ein bisschen blöd gemacht. Dass es halt nicht wirklich genau einstellen kann, ja. Man kann immer bloß. Nächster Halt: Koblenz Hauptbahnhof. Diese Zugfahrt endet dort. Vielen Dank für Ihre Reise mit dem Südwestexpress. Auf Wiedersehen. Bitte achten Sie beim Umsteigen auf die Fahrplanaushänge und weiteren Informationen am Bahnsteig. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja, man kann halt hier immer nur in Fünfer-Schritten die AFB einstellen. Anstelle einfach frei, ne? Und vor allen Dingen auch, wenn ich es drücke, dann muss ich halt jedes Mal jeden Fünfer-Schritt einzeln drücken, bis da mal was reagiert. Das gefällt mir auch nicht. Oder halt muss ich auch eine. Meine Damen und Herren, unser Zug endet in Koblenz Hauptbahnhof. Wir bitten alle Fahrgäste hier auszusteigen. Wir bedanken uns bei Ihnen für die Mitfahrt im Südwestexpress und würden uns freuen, Sie wieder an Bord begrüßen zu dürfen. All Ihre planmäßigen Anschlusszüge werden in Koblenz Hauptbahnhof erreicht. Meine Damen und Herren, dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Auf Wiedersehen. Ja, oder ich muss halt zum Beispiel auch immer eine Pause lassen zwischen den Fünfer-Schritten.
damit ich es überhaupt schalten kann. Ne? Weil wenn ich es zu schnell schalte, ich drücke jetzt mal ganz schnell C. Ihr seht, es passiert gar nichts. Der geht nur einen Schritt runter. Aber ja, wir haben es jetzt jedenfalls gleich geschafft. Wir rollen jetzt hier gemütlich mit 30 in den Bahnhof ein. Und lassen dann die Fahrgäste alle aussteigen. Denn im Bahnhof endet jetzt unsere Fahrt. Und wir können gemeinsam Feierabend machen. Also das stört schon. Also das hätten wir echt mal anders machen können, dass man da rausgucken kann. Mann, Mann, Mann. Was haben wir denn hier? Gleiswechsel. Ja, das Quietschen ist ja auch der Hammer, ne? Ja, 30, das fahren wir schon. Oh. Da drüben, sehr schön. Sehr, sehr schön, ja. Da hat man wenigstens mal ein bisschen Abwechslung hier fürs Auge. So, da räumen wir einfach nur noch rein. Und dann war es das auch schon. Ich sage jetzt schon mal auf Wiedersehen. Ich hoffe, euch hat diese Folge mal wieder gefallen. Das könnt ihr gerne mit einem Daumen nach oben kundtun. Wenn es nicht gefallen hat, ein Negativ-Daumen mag niemand. Aber ihr dürft ja gerne einen Kommentar in die entsprechende Kommentarfelder schreiben. Und uns Anregungen, Tipps geben, wie wir unsere Videos besser gestalten können. So, und von daher, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Train Simulator Video. Bis dahin, meine Freunde. Ciao.